Also für mich war es immer klar, dass ich in irgendeiner Form gesellschaftskritische Texte, politische Texte schreiben will, weil alles andere mich nicht so interessiert. Und stürzt das System. Im Endeffekt war ich damals Anfang der Nullerjahre junge Kunststudentin und als solche dann auch auf der Suche nach einem Künstlernamen, einem Synonym. Und da habe ich was gesucht, was quasi diese geschlechtliche Identität dann auch ein bisschen aufbricht oder in Frage stellt. Und dann hat mir meine Mutter erzählt, dass mein Vater mich bis zu meinem vierten Lebensjahr Gustav genannt hat. Und es kommt daher, dass ich natürlich der dritte Versuch war, einen männlichen Nachkommen zu zeugen. Und das ist wieder misslungen. Insofern hat er diesen Wunsch dann so ausgedrückt, ja, diese Sehnsucht. Das war schon so ein relativ gutes Schutzschild, weil Trotteln waren relativ selten in meinem Publikum, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du da quasi schon geoutete Feministin bist, dann haltet dir das ziemlich viele Leute einmal fern, die abgestoßen werden allein von dem Begriff Feminismus. Das heißt, das ist schon eine natürliche Auslese.